Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grevesmühlen TV. In der vergangenen Woche tagte der Seniorenbeirat von Grevesmühlen. Wir waren mit der Kamera dabei. Ich wollte euch ganz herzlich begrüßen zu der Premiere, dass wir wieder ein Seniorentreff haben in Grevesmühlen. Sonst gab es das ja nicht. Das ist ja jetzt erst wieder ins Leben gerufen worden durch die Initiative vom Seniorenbeirat der Stadt Grevesmühlen. Und da ich da drin bin in diesem Seniorenbeirat, habe ich den Bürgermeister, ich habe ihn überredet, dass wir diesen Raum als Treff für die Senioren jeden Monat zweimal benutzen dürfen. Kaffee und Tee gibt es für 50 Cent und wir haben auch Spiele gesponsert bekommen von Herrn Adamoschek. Wir haben die Kaffeemaschine gesponsert von Herrn Krohn, Fahrschule Krohn. Und wir haben einige Sachen einkaufen müssen. Das hat der Bürgermeister aus seinem Etat bezahlt. Zum Beispiel Filtertüten und Kaffee und was haben wir noch? Wasserkocher haben wir auch gesponsert bekommen vom Bürgermeister, sodass dann Frau Ilse Klein macht so ein bisschen die Übersicht hier. Die wird dann das fertig bereiten, Kaffee wie auch Tee. Wer Tee haben will, muss ich, oder wer Kaffee haben will, muss ich dann an Frau Klein, Ilse Klein wenden. Und wir haben auch dann ein paar Spiele. Wir haben Mau Mau Spiele, wir haben Rommi Spiele, wir haben auch ein Schachspiel. Und wir haben noch so Palma und Mensch ärgere dich nicht und so alles vorhanden, sodass immer ein bisschen Event und ein bisschen, sagen wir mal, Bewegung da ist. So, schönen Dank für die Aufmerksamkeit. Übrigens, was Sie hier im Hintergrund sehen, ist das neueste Bauvorhaben der WOBAG. Im März ist die Eröffnungsfeier. Wir werden berichten. Außerdem haben wir noch ein weiteres Thema vorbereitet. Viel Spaß! Thank you.
herzlich willkommen zur 19. Sendung von Grüves Mühlen TV. Heute berichten wir über die letzte Fahrt des Klützer Kaffeebrenners. Klützer Kaffeebrenner, der war damals, weil das eine alte Dampflokomotive war und weil die so geraucht hatte und viel geheizt werden musste und durch den Dampf nannte man das irgendwie Klützer Kaffeebrenner. So kenne ich das. Ja, ich glaube, weil das von der Malzfabrik oder sowas nannte, weil man das gebrannt hatte, Kaffee oder so, weil das, oder wie aussah wie eine alte Kaffeemühle, weil man damals selber noch Kaffee gemacht hat oder so. Es heißt Kaffeebrenner, weil die Lok einen Aufsatz hatte, damit der Funkenflug verhindert wird, weil hier ja viele Getreidefelder rundum waren. Und das ist so wie im Wilden Westen sah das aus, damit halt nicht so viel Funken fliegen und das Getreide entzünden. Habe ich gelesen. Ja, dann erzählt, weil die Fahrt immer so lange dauerte, wie ungefähr damals der Kaffee durchgelaufen ist, bis die Kanne voll war. Das ist Legende, klingt aber auch gut. Naja, ich meine, Klützer Kaffeebrenner, das liegt wohl schon aus weit her zurück. Warum, kann ich auch gar nicht sagen. Ähnlich wahrscheinlich durch die Lokomotive bedingt irgendwie Abgase oder wie man das genannt hat, irgendwie hat man gesagt, eben Kaffeebrenner. Ne? Sagen Sie uns nochmal was zu den Daten, die hier auf der Tafel stehen. Ja, auf der Tafel steht ungefähr praktisch am 5.6.1995 ist die erste Fahrt gewesen. In ein paar Tagen hätten wir das 90-jährigen Geburtstag gefeiert und heute am 27.05.1995, das soll das Symbol sein, die Beerdigung dieser Fahrt hier. Ja, es ist also heute die letzte Fahrt für mich mit diesem Zug. Wir hoffen, dass es irgendwann weitergeht, so in Form einer touristischen Attraktion. Aber ich bin schon viele Jahre mit diesem Zug gefahren, als Schüler und auch als Student. Und irgendwo ist es heute ein schöner Abschluss für mich. Kein schöner, sondern ein Abschluss, der vielleicht irgendwann weitergeht. Ja, damals war ja zu DDR-Zeiten war ja gewesen, dass die Lokomotive den letzten Zug nach Klütz gefahren hatte. Ungefähr ca. 22, 23, 24 Uhr, je nach Fahrtlage, angekommen wurde. Und dann wurde die Lokomotive in den Lokschuppen, sehen Sie hier auch noch, gebracht. Die Lok wurde dann restauriert irgendwie, gewartet und für die nächste Fahrt, für den nächsten Morgen dann wieder in Gang gebracht. Wie geht's jetzt weiter? Jetzt kommt irgendwann der Zug aus Grevesmühlen. Wann? Der Zug aus Grevesmühlen, der müsste normalerweise, der fährt 18.04 Uhr aus Grevesmühlen, der müsste 18 Uhr am... Auch die letzte? Jawohl, die Lokomotive kommt da schon, läuft dann nachher oder drückt zurück und 18.58 Uhr ist dann heute absolut die letzte Fahrt. Okay. Also ich kenne nur zwei Versionen. Eine, weil mal kleine Dampflokomotiven mit Kurbelschornsteinen hier im Einsatz waren, die an Kaffeemühlen erinnerten. Die zweite Version, dass kurz nach dem Krieg auch Kaffee verheizt sein soll. Herr Kollege, was war eben passiert? Ja, Notbremse eine gezogen.
jedenfalls irgendwie die Luft weggegangen, sodass der Zug angehalten hat. Aber, na, können wir kommen trotzdem. Ja, da kommen wir noch hin heute. Der Aufbau früher auf dem Schornstein als Funkenfänger so aussah wie von einer alten Kaffeemühle. Deshalb heißt der Kaffeebrenner Kaffeebrenner. Weil der Klitscher so langsam fährt, dass er inzwischen Kaffee brennen kann. Es ist zum Heulen, dass das Werk realisiert wird. Schade, schade, sehr schade. Jeden Tag von Webhagen nach Grevesmühl. Und wenn der Zug da in Schnellshagen war, sind wir noch im Dorf gewesen. Dann haben wir Gas gegeben. Also fuhr der damals schon so langsam. Dann wurden die Milchkannen eingeladen. Also war schon spannend. Zweimal wurde die Notbremse gezogen unterwegs, aber wir haben es trotzdem erreicht. 10 Minuten Verspätung im Augenblick. Aus Kindheit, aus Friede. Das war schnell weg. Nein, der macht was. Wollen wir schon aussteigen? So, liebe Zuschauer, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!